Also gibt es für mich eigentlich keine andere Möglichkeit, als die Faust einfach mal zu stürmen. Und die Söldner, die dort sind. Vor allem, weil es eigentlich nur Söldner sind und nicht Söldner der flammenden Faust. Also so wie der hier. Tut mir leid, mein Freund. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Aha. Okay. Ach. Wie kann ich helfen? Sagt an. Worum geht es diesmal? Oh ne, und dann verfolgt mich auch noch der von der flammenden Faust hier mit rein. Den wir nicht töten wollten. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hilf, hier dort Fremdling, kann ich irgendwas für dich tun? Wohin des Weges? Ich gehe nach Hause. Okay. Das Geist womöglich tot, ermordet. Und Herzog Elter ist noch krank, um die flammende Faust. Noch zu krank, um die flammende Faust anzuführen. Angelo Dosson hat sich an seiner Stelle dafür angeboten, doch es scheint eine Marionette von Sarivok zu sein. Ihre Verbindung ist offensichtlich hinlänglich bekannt. Sarivok jedoch so beliebt, dass es dem Volk nichts auszumachen scheint. Oh, hinter der flammenden Faust ist auch ein. Hört ihr auf, an der blöden Laterne hängen zu bleiben? Hey, ihr Bettler, habt ihr vielleicht was Interessantes? So, eine Goldmünze, das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr braucht nur zu fragen. Ich bin das Gesetz. Wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen. So, hier hoch kümmern. Verfolgt er mich nicht. Die Kanalisation ist sehr seltsam. Also ja, da sind wir nicht zimperlich und versuchen es mal mit Gewalt, sobald hier alle da sind. Worum geht es diesmal? Stärke. So, und jetzt noch das da. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Dann rein da. Aber du wirst dir wohl gleich die Radieschen von unten anschauen. Alles wegen des lieben Geldes. Ihr habt geläutet? Ja.
zu reden. Also das sind einfach nur normale Söldner, so wie es aussieht. Also unser Ruf leidet da überhaupt nicht drunter. Jael Kalles? Aha. Bitte, rettet mich. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Kalles now. So, jetzt müssen wir warten, bis das abklingt, oder? Wir versuchen es zu bannen. Manas, Potentes. Ja, wir haben alles Mögliche jetzt von uns selber gebannt. Also unsere positiven Effekte. In Ordnung. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Auf meiner Klinge steht. Fress brennenden! Oder vielleicht so, Dilos wollte auch unbedingt. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Jedes Verbrechen muss bestraft werden. Mach keinen Lärm. Mein Name ist Kent und ich muss mit euch reden. Was wollt ihr, Kent? Ich erinnere mich an euch von damals, als ihr noch für Ska und Eltern gearbeitet habt. Ja, ihr... Ja, seit ihr uns verlassen habt, ging es nur bergab. Eltern ist krank, er liegt im Raum hier nebenan. Rashad, sein Heiler, sagt ständig, er könne nichts tun. Aber nach dem, was ich gesehen habe, möchte ich behaupten, dass er gar kein Heiler ist. Allerdings kann mir das jetzt auch egal sein. Ich habe beschlossen, aus der flammenden Faust zu desertieren, bevor die Dinge zu haarig werden. Ich will nicht mein Leben lassen für irgend so einen Machtkampf hier in der Stadt. Warum glaubt ihr nicht, dass Rashad ein Heiler ist? Ich bin ihn eines Nachts gefolgt bis hinein in die Kanäle. Von dort ging er in den Unterkeller und was hat bitteschön ein Heiler im Unterkeller zu suchen? Ich weiß nicht, was er dort gemacht hat, aber es war bestimmt nichts Gutes. Ich muss mich aus dem Staub machen, bevor mein Kommandant meine Desertion bemerkt. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ihr braucht nur zu fragen. Wegen der Probleme der letzten Zeit plant einer der ehemaligen Wächter der flammenden Faust zu desertieren. Laut Kent soll Etas Heiler Rashad häufig ein Bordell namens Unterkeller aufsuchen. Dieser Ort ist dermaßen verrucht, dass sein Eingang nur durch die Kanalisation erreicht werden kann. Schad, wer seid ihr und was wollt ihr hier? Wir wissen, wer ihr seid. Wir sind hier, um den Herzog zu schützen. Beschränkte Primaten, hierher kommen, zu kommen war mein letzter Fehler. Wachen. Jetzt wollen wir mal sehen, wie ihr euch mit euren ach so berühmten Kampfkünsten neben einem ausnehmt, der zum Morden geboren ist. Na, du bist nur ein höherer Doppelgänger, als ob ich Angst vor dir hätte. Komm, ich habe einen Flammenpfeil für dich. Worum ihr braucht, nur zu fragen. Ich bin so müde. Ich stehe wieder einmal in eurer Schuld. Dieses Wesen hat mich viel zu lange in seiner Gewalt gehabt. Wäre ich nicht außer Gefecht gesetzt worden, hätte ich Skars Tod vielleicht verhindern können. Hust. Angelo wird nur zu bald von meiner Genesung... Bin von meiner Genesung bekommen. Ihr müsst mich unbedingt von hier fortbringen. Angelo sieht es sicherlich nicht gerne, dass ich unter den Lebenden weile und meine fünf Sinne wieder beisammen habe. Bring mich zum Haus des Hafenmeisters, der ist ein alter Freund von mir, bei dem ich mich ausruhen kann, bis ich gänzlich genesen bin. Nehmt diesen Brief, den konnte ich Rashad abnehmen, als er sich um mich kümmerte. Nach dem, was ich dort lese, hat Sarivok Übles mit der Stadt vor. Ich sorge mich um das Leben der beiden anderen Herzöge, Lia und Belt. Sollten sie sterben, würde Sarivok die Herrschaft über die Stadt übernehmen. Ihr müsst Liv und Christine finden und sie aufhalten. Schnell, wir müssen uns beeilen. Ja, Skar schleppen. Kikska, ich muss euch mein Lob für eines
für einen bestens ausgeführten Auftrag aussprechen. Ohne eure sorgfältig ausgeführten Dienste wäre Eltern mein stärkster Widersacher geblieben. Ich muss euch um einen weiteren Gefallen bitten. Einige eurer Gefährten sammeln sich am Kanalzugang des Palastes. Sie bereiten sich auf die Ermordung von Großherzogin Janav und Großherzog Belt vor. Ihr müsst sie bei ihrer Bemühung unterstützen, da ihr der Listigste unter euresgleichen seid. Auf diesen Moment habe ich schon lange gewartet und ich hoffe ebenso, es wird ein einzigartiges Blutvergießen geben, wenn ich am den Krieg erkläre. Trefft euch mit Christian und Sleeve im Unterkeller, sie sind meine besten Assassinen. Über die Kanäle gibt es zahlreiche Zugänge zum Unterkeller. Sachibok. Das passt mal wieder alles nicht hier rein. Doch, das passt hier rein. Ha. Pfeile nachfüllen. Gut. Und das passt hier rein. Ja, wie ihr wünscht. Herzog Gator möchte, dass ich ihn zum Gebäude des Hafenmeisters an der Ostseite des Hafens bringe. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Gut, den von der flammenden Faust ignorieren wir jetzt einfach mal. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. So, also einfach ein zweiter Reisen. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr benötigt etwas, Fremde? So sieht's aus. Die Lage zwischen uns und Arm spitzt sich immer weiter zu. Bald wird's Krieg geben und Pest und Seuchen. Besser sie als wir, sage ich. Glaubt ihr wirklich, es gibt Krieg? Ja, es scheint inzwischen unabwendbar zu sein. Deshalb brauchen wir auch jemanden wie Sarivok als Großherzog. Er gehört zum Eisenthron und dort gibt es gutes Eisen. Komisch, dass etwas so alltägliches wie Eisen einen Krieg für einen gewinnen oder ihn wenigstens ein bisschen kürzer und erträglicher für unser armes Volk machen kann. Sarivok scheint nach dem Titel des Großherzogs zu streben. Seine Verbindung zum Eisenthron hat ihn bei den Massen sehr beliebt gemacht, da viele nun die hohe Qualität dieses Eisens mit dem sicheren Erfolg im kommenden Krieg gegen Am gleichsetzen. Oh, das sind aber mehrere von der flammenden Faust jetzt. Ich diene der flammenden Faust. Ihr seht irgendwie verloren aus, Bürger. Kann ich euch behilflich sein? Weniger verloren als vielmehr neugierig, mein Herr. Habt ihr Neuigkeiten, wie nah wir im Krieg mit Am sind? Sehr nah, fürchte ich. Angelo hat die flammende Faust mobilisiert und uns mit soliden Waffen aus gutem Eisen des Throns ausgerüstet. Es ist wirklich ein Glück, dass Angelo solch gute Verbindung zur Sarivok hat, sonst wären wir verloren. Und es ist auch gut, dass er das Kommando übernommen hat, wo Herzog Eddard noch krank ist. Einer der Herzöge ist erkrankt, woran? Ach, ich weiß nicht, es kann eigentlich nicht so schlimm sein. Sein Priester Raschad sorgt sich um ihn. Wenn ihr ihn besuchen wollt, er ist in seinen Räumen in der Kaserne der flammenden Faust. Ja, ich habe erfahren, dass Herzog Ethan, Kommandant der flammenden Faust, in der Kaserne krank im Bett liegt und von seinem Priester Raschad gepflegt wird. Ein Mann namens Angelo scheint an seiner Stadt zu handeln und, wie man hört, eine enge Verbindung zu Sarivok zu unterhalten. Das beunruhigt mich. Ob krank oder nicht, vielleicht kann mir Herzog Ethan einige Antworten geben. Die werden mir hoffentlich nicht da reinfolgen. Okay, ich habe sie, glaube ich, abgehängt. Wie ihr wünscht. Ihr seid ein absonderliches Volk.
dass ihr euch hier herumtreibt. Beim Atem der Königin Schlampe, das ist ja Schlampe, das ist ja Herzog Aethon, den ihr bei euch habt. Er sieht aber ziemlich mitgenommen aus. Lasst ihn hier bei mir, ich werde mich um ihn kümmern. Ihr seid dann also diejenigen, die im Auftrag von Scar und Aethon gegen den Eisenturm vorgehen. Nun, ihr habt sicherlich einiges zu tun, also lasst euch nicht aufhalten. Macht euch mal um Aethon keine Sorgen. Ich werde ihn schon wieder aufpäppeln. Ich muss ihn an einen sicheren Ort bringen, also dann mal viel Glück. Ich habe den wehrlosen Herzog Aethon zum Hafenmeister gebracht, der für die Sicherheit des Herzogs sorgt, wahrscheinlich. Der für die Sicherheit des Herzogs gebürgt hat, okay. Wie ihr wünscht. Dann geht's jetzt mal zum Palast und unter dem Palast. Ich diene der flammenden Faust. Wo seid ihr gewesen, Brenne? Ich musste mich zu Hause um manche Angelegenheiten kümmern. Durch fürchte die gleichen Angelegenheiten habe ich mich zum Tor zurückgebracht. Wir werden euch schon die Flügel stutzen, bevor ihr einen Kopf kürzer gemacht werdet, Dummkopf. Die Leute sagen, ihr hättet die Anführer des Eisentrons getötet. Auf eurem Kopf steht ein netter Preis. Wusstet ihr das nicht?